KI-Kompetenzen sind in vielen Bereichen unseres Lebens werden immer wichtiger. Wir sehen ja, wie das in allen Bereichen eindringt, wirklich von gesellschaftlichen Themen bis natürlich in die Wissenschaft. Und bei mir in Naturwissenschaften, in Geowissenschaften spielt es eine immer größere Rolle, weil wir viele Daten haben, immer mehr Daten, die wir verknüpfen müssen und daraus auch Informationen ziehen können. KI-Kompetenzen aufbauen, denke ich, es muss früh beginnen. Das ist auch ein Thema, was heute immer wieder angeklungen ist. Wir müssen eigentlich schon in die Schulen gehen. Es muss schon bei Kindern anfangen, dass sie die Angst verlieren vor vielleicht digitalen Inhalten. Ich meine jetzt nicht irgendwie auf dem Tablet rumspielen, sondern auch die Idee von Programmierung zum Beispiel, von Algorithmen verstehen. Das ist, finde ich, eine sehr spezielle Art zu denken. Und die müssen wir unseren Kindern und in der Schule schon beibringen. Und in Universitäten dann in dem jeweiligen Fachgebiet vertiefen. Aber das muss eben die Breite der Gesellschaft. Und deswegen muss das Thema unbedingt auch in die Schulen. In der Bildung und in der Lehre, also einerseits natürlich als Thema ist es essentiell. Und dann, was ja auch heute immer wieder angeklungen ist in der Veranstaltung, gibt es uns Möglichkeiten, unser Lehren auch selbst, also die Kurse, die Art des Lehrens anzupassen. Über besseres Verständnis vielleicht, über die Bedürfnisse, über die Arten des Lernens und wie wir Lernen vermitteln können. Da ist sehr, sehr viel Potenzial und da sind wir erst ganz am Anfang, würde ich sagen. Die Chancen vom KI-Campus, denke ich, sind vor allem, dass es Inhalte sind, die eine gewisse Qualitätskontrolle hinter sich haben. Das heißt, man kann darauf vertrauen, wir als Lehrende, wenn ich das verwende in meinem Kurs, dass es geprüft ist, dass die Inhalte, dass ich auf die vertrauen kann. Das sind Expertinnen und Experten, die dazu etwas sagen. Und dann ist es natürlich eben auch offen für die gesamte Gesellschaft. Es gibt ja auch Kurse, die sehr einfache Inhalte haben, auch eben auf Schulniveau zum Beispiel schon. Und das heißt, die Inhalte sind für alle verfügbar, sie sind offen, sie sind geprüft und das ist eine Rolle, die der KI-Campus ganz, ganz wichtig, denke ich, abbildet.